Ja, herzlich willkommen zu noch einer Folge Fischkopf TV. Hier ist euer Fischkopf und wir spielen Besiege. Ein Early Access Titel, der bei Steam für aktuell 6,99 Euro erhältlich ist. Wie man hier oben sehen kann, ist es die Version 0.03 und gameplay-technisch ist es eigentlich schon, würde ich mal sagen, ziemlich gut gemacht. Ich persönlich habe noch keine Bugs gefunden, aber so viel habe ich jetzt auch noch nicht gespielt. Was jetzt noch hart fehlt, ist Content, wie man hier an dieser wunderschönen Welt erkennen kann, die ich mit der rechten Maustaste so ein bisschen umherdrehen kann. Denn hier an der Construction, alles an der Construction, auch die Sandbox hier oben oder auch der Mond, der ist auch noch nicht fertig. Da muss noch ein bisschen was dran gemacht werden. Bis jetzt gibt es nur diese eine Welt. Was ist Besiege denn überhaupt für ein Spiel? Ich persönlich würde sagen, ein physikorientiertes Puzzlespiel mit großem Kreativ- und Spaßfaktor. Wir schauen uns das mal an. Falls jetzt die Frage aufkommt, ja, warte mal, Let's Play oder willst du nur mal zeigen oder so? Ich weiß es selber nicht. Ich werde jetzt einfach mal diese eine Folge machen, vielleicht noch eine und vielleicht noch eine und dann sehen wir mal. Ob das dann erstmal reicht oder ob wir vielleicht noch weitermachen, das werden wir uns mal angucken. Ich werde wahrscheinlich auch nach ein paar Folgen, oder vielleicht wird es ja auch nur eine, mal eure Kommentare lesen. Mal gucken, ob ihr Tipps für mich habt, denn ich habe eigentlich auch absolut gar keine Ahnung, wie das Ding hier funktioniert. Ich habe ein paar Mal angefangen zu spielen und naja, so weit bin ich nun auch nicht gekommen. Ich starte mal hier auf der Welt. Wir sollen jetzt auch mal Sachen machen, nicht immer nur schnacken, ne? So, The Isle of Epsilon. Ruled by Queen Winfrith. Okay. Also hier unten fängt es an. Zone 1. Und es beginnt so ein bisschen mit einem Tutorial. Das lasse ich jetzt mal weg. Das habe ich nämlich schon gemacht. Ja. Kamera kann man so geil hin und her schieben. Die Welt ist leer. Das finde ich gut. Die Farbe der Leernis, der Leernheit, der Leere, finde ich auch sehr gut gewählt. Guck mal, da ist eine Lichtquelle und so. Sehr, sehr schön. Dieser Klotz hier zeigt uns an, wo wir bauen können. Und das hier ist der Ursprungsmutterklotz, an dem wir halt anbauen müssen. Und unser Ziel ist es, dieses kleine Hütchen da. Ich behaupte jetzt mal, inklusive der Schafe kaputt zu machen. Guck mal hier, Schafe. Und das da, das hat mich gerade dick genannt. Rache! Okay. Wir halten uns jetzt mal so ein bisschen. Ich muss ja ein bisschen hier. Mittlere Maustaste ist so, ne? Rechte Maustaste ist so und dann rein und raus scrollen, ne? Ist ja ganz normal. Es gibt hier auch irgendwo einen Knopf, wo man zurückkehren kann zur normalen Kamera. Bing! So, okay. Alles klar. Wir wollen jetzt erstmal bauen. Wie machen wir jetzt das Ding kaputt? Ich werde jetzt erstmal so eine ganz klassische Form wählen. Das ist auch die, die einem vorgeschlagen wird. So. So. Rädchen dran. Bam, belicious. So, und dann wollen wir das Ding doch irgendwie kaputt machen. Ich persönlich dachte mir am Anfang, ah ja, okay, ich soll es kaputt machen. Dann machen wir doch, warte mal, dann machen wir mal sowas hier. Und sowas hier. Hä? Und damit das auch hält und nicht kaputt geht, können wir hier sowas machen. So. So. Hä? Ja, man muss dann hier die Punkte so ein bisschen verbinden. So. Und vielleicht noch, warte mal, ich habe eine Idee. So. Und vielleicht noch so. Sieht das nicht nach Wasser aus hier oder was? Okay, lass es uns probieren. Ich drücke auf Play. Und schon kann ich nach vorne und nach hinten drücken. Und das Ding bewegen. Sieg! Okay, lass uns das nochmal machen. Denn ich habe erfahren, wenn man hier auf Play drückt, dann kann man hier auch einen Slow-Mo-Modus machen. So. Warte mal, so. Warte mal, so. Oh, man kann sogar selber die Prozentzahl einstellen. Warte, das ist noch zu schnell. Das ist nicht Slow-Mo. Okay. Ja, und natürlich gibt's auch eigentlich, gibt's ja auch, warte mal, gibt's nicht so ein komplett kaputt Machding? Bam. Man kann sich natürlich auch andere Sachen ausdenken. Ich habe das letztens bei jemand anderem gesehen, deswegen will ich das jetzt auch mal ausprobieren. Wir bauen mal hier so ein bisschen so eine Base-Geschichte. So, ein bisschen so und so, damit das Ding auch ein bisschen stabiler ist.
Können wir hier Verbindungsstücke bauen? Oh yeah. Okay. Dann machen wir trotzdem hier die Räder ran. Das möchten wir. Das finden wir gut. So, und jetzt... Wie gesagt, das habe ich bei dem anderen Let's Player gesehen und wollte das mal ausprobieren. Was ist denn Intersection? Muss ich da jetzt so ein... Da geht gar nichts mehr ran. Warum nicht? Ist egal. Es ist egal. So, und dann haben wir hier... Haben wir hier so Dinger. Warte mal, der geht jetzt nach vorne. Okay, und dann kann man hier... Das muss auch nach vorne gehen. Auf R kann man das Ding rotieren. Bambalicious. Okay, und was machen wir noch? An diese Dinger... Machen wir jetzt noch so eine Dinger dran? Oh, yes. Oh, ich freue mich so. Okay. Und dann drücken wir auf Play. Und das Gute ist... Oh, hier ist noch auf... Machen wir mal hier 100%. Okay. Nach vorne und nach hinten. Ganz normal ist so fahren. Und nach rechts und nach links kann ich die Dinger hier bewegen. Ist das nicht geil? Und ihr seht schon kommen, ne? Ihr seht schon kommen. Oh. Das war so nicht gewollt. Nochmal. So, warte mal. Muss ich nach links? Ja, okay. Nach links und klatscht's kaputt. Bam! Applaus. Ja, okay. Es ist ein bisschen nachgemacht. Sehe ich ein. Aber ich wollte es euch mal gezeigt haben. Und ja, dadurch sieht man ja auch, dass man hier durchaus verschiedenstes Zeug machen kann. Das kann man sich hier alles ausdenken, wie man das möchte. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Schöne an diesem Spiel. Lass uns mal Sachen machen, weil, ihr seht schon, das Ding müssen wir jetzt kaputt machen. Das ist ein bisschen auf einer Anhöhe. Und, wie habe ich das am Anfang gelöst? Ich habe hier Sachen gebaut. Können wir hier, so. Und dann können wir jetzt nochmal, wieso eigentlich nicht? Wieso können wir nicht höher bauen? Man muss doch höher bauen können als so hoch. Da ist doch irgendwas nicht richtig. Intersection. Was ist denn Intersection? Wooden Panel, bla bla bla. Also wir können hier übrigens frei von allen Teilen hier was aussuchen. Die anderen Teile hier, die zeige ich euch gleich nochmal im weiteren Verlauf. Die meisten davon kenne ich eh noch selber gar nicht. Man kann auch fliegen. What the shit? Das wir auch nochmal ausprobieren müssen demnächst. Aber ich würde nicht gerne das hier noch höher bauen. Ich meine, es muss doch die Möglichkeit geben, hier noch höher zu kommen, Leute. Jetzt mal ganz im Ernst, ne? Wenn wir das hier vielleicht verbinden, bringt das irgendwas? Nein. Warum nicht? Können wir denn, wenn wir das so machen, vielleicht hier noch... Nein, warum denn? Ich habe eine Idee. So, warte mal. Wir haben jetzt hier... Hier steht Intersection, so. Und dann kann ich... What the fuck? Erklären Sie es mir bitte. Ich möchte das Ding verbauen. Why not? Ich meine auch, dass ich es schon mal höher gebaut habe. Irgendwas geht da nicht mit rechten Dingen zu, Erna. Was willst du von mir? Warum willst du das denn nicht? Nun gut. Dann machen wir doch erstmal das so, wie ich mir das vorgestellt habe, dass wir das Ding jetzt kaputt machen. Hier vielleicht noch eine kleine Verbindung, damit das Ding nicht so ganz leicht kaputt geht. Denn wie gesagt, Physik, ne? Es ist Physik damit dabei. Physik ist damit drin. So, können wir das jetzt so irgendwie... Kladusch! Yes! Next! So, dieses Level hier ist schon ein bisschen schwerer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich musste am Anfang, als ich das Spiel das erste Mal angespielt habe, musste ich hier irgendwie aufgeben, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Denn, folgendes, Freunde, wir müssen da einfach hinkommen. Da hinten, da, Reach Insignia. Da drüben. Und hier auf dem Weg liegen so Minen, ne? Und die explodieren hart. Hart. Härtestens. Deswegen müssen wir Sachen machen. Was hab ich da letztens... Warte mal, lass mich mal ganz kurz gucken. Ich meine... So, also ihr versteht schon die Richtung, ne? Wenn du jetzt hier so fährst, kannst du ja nur noch vor und zurück, ne? Kannst du zwar so hier...
Kannst du hier so ein bisschen machen, aber an sich kannst du nicht steuern. Bam, kaputt. Hart kaputt. Deswegen muss man das irgendwie steuern. Ich habe das, glaube ich, letztes Mal so versucht zu lösen, dass ich diese Dinger hier an die Räder gebaut habe. Und jetzt pass mal auf. Wenn du jetzt nach links drehst, dann blockierst du das linke Rad. Darfst du auch nicht zu doll machen. Und siehst du? Haha! Oh yeah, Baby! Dann fahren wir hier außen rum. Hey, Leute! Nicht mit mir. Okay, guck mal. Ist das nicht eine krasse Taktik? Doch, es ist eine richtig krasse Taktik. Und es funktioniert sogar jetzt besser, als ich das hier probiert habe. Entschuldigung, Schafi. Kommen wir da an der Mine vorbei? Oh, jetzt wird's gefährlich. Wir sind umgekippt. Können wir da irgendwas machen? Nee. Okay. Neuer Versuch. Aber lief ja schon eigentlich gar nicht mal so schlecht, ne? Können wir hier... Das funktioniert halt auch nicht immer. Ich glaube, das ist nicht so gedacht. Ich glaube nicht, dass das so gedacht ist. Aber wir probieren nochmal. Komm, das schaffen wir. Eben sah es doch ziemlich gut aus. Irgendwas läuft jetzt falsch. Upsi. Hohoho. Noch ein Versuch. Wir fahren außen rum. I'm so sorry. Habt ihr das auch so gelöst? Habt ihr das? Also spielt ihr das Spiel auch? Wenn das noch jemand spielt, könntet ihr mir in die Kommentare schreiben, wie ihr das gelöst habt? Lass uns mal ganz kurz hier. Warte mal, wollen wir hier links? Nee, wir wollen. Ja, wir wollen, glaube ich. Hey, Schafis, was ist denn los? Okay, wieso? Wieso fällt er jetzt so rum? Eigentlich müsste er doch, wenn wir es links blockieren. Das verstehe ich jetzt nicht. Oh. Okay, komm mal. Jetzt. Ja. Nein. Nicht hängen bleiben. Hallo? Okay, jetzt habe ich mich verfahren. Können wir irgendwo anhalten und nach dem Weg fragen? Wo müssen wir hin? Da. Geht der Baum kaputt? Warte. Wir haben es gleich. Oh je. Oh, noch eine Mine. Oh. Ah, shit. Es ist kaputt gegangen, oder? Es hat sich hinten so ein Ding gelöst. Was nicht unbedingt ein Problem sein muss. Yeah. Okay, das war ziemlich schwer. Aber wir haben es geschafft. Und jetzt geht's erst richtig los, der Klumpen hier. Pass mal auf. Wir haben da hinten so eine kleine Hütte. Und diese Mühle, die wir kaputt machen müssen. Und davor ist aber so ein kleines Stück Burg. Mit Hans-Joachim, Peter, Hans, Joachim, Kevin und Petersens. Und die wollen halt kaputt gehen, haben sie gesagt. Beziehungsweise, die wollen uns kaputt machen. Und das prangern wir hart an. Wir lassen mal die Steuerungselemente. Und gucken, dass wir, wie gesagt, dass wir die jetzt kaputt kriegen, bevor die uns kaputt kriegen. Ich zeige euch mal ganz kurz, was passiert. Wenn man einfach startet und so vorfährt oder so. Ja, die treffen einen dann mit den Pfeilen. Und ihr seht schon, da werden Sachen dunkler. Und je mehr wir getroffen werden, desto kaputter gehen wir. Und irgendwann gehen wir so richtig kaputt. Und deswegen werden wir sauer auf Peter und Hans-Joachim und Hans und Joachim und Kevin und Petersens. Wow, ich wusste sie noch. und wollen halt die deswegen kaputt machen. Es gibt die Möglichkeit, sich zu schützen. Ich zeige euch das mal hier. Mit so Armor Plates. Kann ich hier rotieren? Oh ja. So. Ich weiß nicht, ob wir da noch fahren können. Hier geht's nicht. Aus offensichtlichsten Gründen. Aber sowas können wir machen. So, das muss erstmal für Front reichen. Kann hier auch noch so coole Sachen dran bauen. Es ist ziemlich geil. Ich finde auch, es sieht auch sehr hübsch aus. Guckt euch das mal an. Dieser Detailreichtum. Hier, das ist schon ganz abgenutzt. Okay. Und was machen wir jetzt gegen Hans und Peter und Joachim? Es gibt Waffen. Wo sind die Waffen? Weaponry. Bambalicious. Was ist das denn? Eine Kanone. Die können wir jetzt hier aber nicht drauf bauen. Warum nicht? Jetzt kommen wir wieder zu unserem alten Problem, dass wir hier nicht hören können. Warte mal. Weil wir hier schon am oberen Ende... Okay. Aber das finde ich überhaupt nicht gut. Guck mal hier. Man kann das Ding doch verschieben.
Ah, Alter, das wusste ich ja gar nicht. Heißt das, wir können es jetzt höher bauen? Heißt das? Yes! Nice. Okay, Problem gelöst. Ihr braucht es mir doch nicht mehr in die Kommentare schreiben, falls ich danach gefragt habe. Das noch weg. Dann bauen wir hier natürlich noch ein paar Plates hin. Und ich hoffe, jetzt können da Kanonen rauf, sonst müssen wir die Plates da wieder wegnehmen. Nee, da geht's rauf. Bam, bam, bam. 3 reichen? Was meint ihr? Ich glaube schon. Zur Not können wir doch sowas machen. Upsi. Das erinnert mich ein bisschen an diese... Es gab doch früher so Spielzeug mit so Dinosauriern, wo dann Leute drauf geritten sind und diese Dinosaurier hatten auch so Waffen überall dran gebaut. Das finde ich so geil. Wie hieß denn das? Weiß das noch jemand? Ich weiß es nicht. Wir testen aus, ob die Maschine funktioniert. Ich habe jetzt vergessen, wie man schießt, mit welcher Taste, aber das finden wir jetzt gleich raus. Erstmal gucken. Die Pfeile treffen die Kanonen. Aber ansonsten hauptsächlich die Plates. Jetzt müssten wir hier noch... Warte mal, kriegen wir da nicht noch so kleine Plates hin? Ich glaube, ja. Oh, yes. Nice. Shit. Hier einfach nur fürs Aussehen, ne? Damit wir auch ein bisschen schwerer werden. Okay, das ist cool. Das ist cool. Das ist cool. Warte mal, da fehlt eine Plate. Okay, und können wir hier vielleicht... Nee, können wir nicht. Schade. Nächster Versuch. Wir haben es doch noch gar nicht probiert. Wir wollten erstmal nur gucken, ob wir hier großartig kaputt gehen. Das interessiert mich jetzt mal ein bisschen, aber es sieht gut aus. Okay, dann müssen wir jetzt nur rausfinden, wie man schießt. Okay, ich habe die Taste gefunden. Es ist C. Alles klar. Aber wenn wir schießen, dann werden wir hart zurückgedingst. Zurückgeschoben, schossen. Können wir das irgendwie so regeln? Können wir das irgendwie so regeln, dass wir hier sowas haben und das quasi so verbinden, damit das hier so verbunden ist und vielleicht hier noch so Dinger dazwischen? Sowas? Macht das Sinn? Ich glaube sogar sehr, sehr. Problem ist nur, wie ihr vielleicht eben gesehen habt, mit den Kanonen, das hat nicht so ganz geklappt, ne? Lass noch mal gucken. Okay, also C. Push. Oh, cool. Ey, Digga, wir haben die Mine getroffen. Okay, aber es sind viele Sachen an unserem Fahrzeug jetzt gerade kaputt gegangen. Das ist überhaupt nicht cool. Vor allem oh, shit. Das eine Steuerding ist kaputt. Scheiße. Können wir hier... Nee, wir müssen eigentlich in die andere Richtung. Okay, das wird so nix. Wir müssen einfach nur darauf achten, dass diese Dinger hier nicht kaputt gehen. Wie macht man das am besten? Einfach nochmal probieren. Und pschu! Alles klar. Oben ist was abgebröckelt, aber wir haben immer noch die Steuerfunktion. Wobei, oh, guck mal, sogar die Hütte ist hinten kaputt gegangen. Geil. Können wir einfach durchnattern? Nee. Wir könnten vielleicht, können wir nochmal schießen? Wir können nur einmal schießen? Was ist das denn? Meine Fresse. Oh, guck mal, hier unten stehen ja tatsächlich Namen von den Leuten. Oh, I'm so sorry. Es tut mir wahnsinnig leid. Warte. Oh, guck mal, die Leiche. Guck mal, die Leiche. Oh, nein. Oh, nein. Wer ist es? Ich glaube, es ist Luther. Luther, es tut mir leid. Aber du hast dich mir in den Weg gestellt. Ich musste dich beseitigen. Alles klar. Wir können nicht steuern. Wir sind, glaube ich, so schwer, dass diese kleinen Steuerviecher da an unseren obwohl nicht so viel machen. Warte. Also, habe ich eigentlich schon mal angeprangert, dass man nur einmal schießen kann? Wenn nicht, dann mache ich das jetzt. So höre ich mich an, wenn ich prangere. So, schießen können wir nicht. Dann müssen wir mal gucken, ob wir da jetzt einfach reinrammen können. Und... Oh, no. Oh, wenn wir jetzt nochmal schießen könnten, ne? Aber das lässt uns jetzt natürlich auch Raum für kreative andere Ideen.
Zum Beispiel hier in der Flugabteilung. Ich glaube, da könnte durchaus was zusammenkommen, was wir ausprobieren könnten. Aber das machen wir dann frühestens in der nächsten Folge. Vielen Dank schon mal fürs Zuschauen. Wenn euch das Spiel gefällt oder ihr das Video aus irgendwelchen anderen Gründen unterhaltsam genug fandet, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und tobt euch in den Kommentaren aus, was ihr von dem Ding hier haltet. Schreibt mir rein, was ihr für Lösungswege habt oder tolle Ideen habt, hattet. Und ja, würde ich morgen ganz, ganz gespannt und sehr, sehr gerne lesen. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Das war euer Fischkopf. Bis dann und...